Steingasse in Augsburg. Ein Anblick, der vielen geläufig sein dürfte. Doch nur wenige dürften wissen, dass hier früher einmal das Tanzcafé Kuss war. Und dass sogar die Bühnenpartnerin von Karl Valentin, Liesel Karlstadt, hier aufgetreten ist. Das allerdings erfahren jetzt die Nachfahren des ehemaligen Besitzers, nachdem sie beim Stadtarchiv um Informationen zu ihrem Ahnen gebeten hatten. Die Dokumente darüber werden digitalisiert. So wie viele andere Dokumente des Stadtarchivs. Durch die Digitalisierung wird alles viel einfacher. Wir können jetzt mehr oder weniger mit einem Mausklick sofort über PC recherchieren und müssen uns nicht die Mühe machen, über die Findmittel, über die handgeschriebenen oder maschinengeschriebenen Findmittel älterer Zeiten zu recherchieren. Wir können das momentan im Lesesaal präsentieren und werden das auch in den nächsten Jahren ins Internet stellen, sodass Sie dann später von zu Hause aus ganz einfach digital recherchieren können. Doch nicht alle Bestände des Stadtarchivs werden digitalisiert. Die Menge an Daten wäre schlicht zu groß. Und so gibt es eine klare Priorisierung, welche Dokumente den Sprung vom Papier auf Festplatte schaffen. In der Regel sind das Dokumente, die halt eben schwer auszuheben sind, wie Karten und Pläne, wo man sich einfach mal die Mühe macht, das zu digitalisieren, damit es leichter zum Benutzen ist. Oder Fotos, die man natürlich auch gerne anschauen möchte im Bild, wenn man eine Recherche durchführt. Und dann gibt es natürlich auch Aufträge von Benutzern, von der Wissenschaft, von der Forschung, wo wir bestimmte Bestände dann nach und nach digitalisieren. Aber die Masse von 14 Kilometern wird wahrscheinlich nie digitalisiert werden. Durch die Digitalisierung geht künftig alles schneller. Früher mussten diejenigen, die sich auf Ahnensuche begaben, oft durch endlose Fundmittel stöbern. Heute können Bürger, die etwas über die Augsburger Stadtgeschichte erfahren möchten, einfach kommen und an den Rechnern recherchieren. Es macht allerdings Sinn, sich vorab beim Stadtarchiv zu informieren. Wir geben Ihnen dann erstmal Tipps und Hinweise, ob überhaupt eine Recherche bei uns im Stadtarchiv lohnt oder in anderen Institutionen. Und dann können Sie zu den Öffnungszeiten bei uns im Lesesaal recherchieren. Oder wir geben gegen gewisse Gebühr, die halten sich zumeist in Grenzen, Ihnen Scans, Kopien an die Hand oder schlicht Informationen. Im Falle der Nachfahren des ehemaligen Gastronomen des Café Kuss hat sich das definitiv gelohnt. Die Nachkommen wissen nun nicht nur, was ihr Vorfahre auf der Speisekarte des Cafés angeboten hat, sondern auch, dass er ein einwandfreies Führungszeugnis hatte. Und viele weitere kleine spannende Details aus dessen Leben.